das wollte ich überhaupt nicht. Ich dachte, das ist Munition. Und wenn man drauf bleibt bei Munition, nimmt man immer gleich alles auf einmal. Und jetzt war da eine Pistole drin und wenn man da drauf bleibt, rüstet man alles aus. War keine Absicht. Gut, kehre jetzt nach Liarsburg zurück, dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterbringen. Man sieht sich. So, besseres Schild ist definitiv schon mal gut. Ich hoffe, du bist geimpft. Komm jederzeit wieder vorbei. Ich muss wirklich wieder einige Impfungen auffrischen. Ein paar sind echt schon überfällig. Ich muss da echt hinterher sein. Gerade jetzt zu Zeiten von komischen, verrückten Impfgegnern muss man doppelt so gut aufpassen, weil man sich nicht mehr auf Herdenimmunität verlassen kann. Bist du einfach gesprungen? Das ist eigentlich eine gute Idee. Why not? Hopp! Im Hochsommer sehe ich schon. Wir hatten ja jetzt echt einen milden Sommer zum Glück. Aber wenn es jetzt dann wieder super 40 Grad heiß wird, dann werde ich die Mütze leider vorübergehend, glaube ich, einmotten müssen. Lass mich wissen, wenn dir weil etwas ich glaube, das wird Auge sehr fällt. Heiß im Sommer. Damn. Jawohl, das schützt vor Kugeln. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimong reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Mong für mich. Klingt gut. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Na gut, gehen wir mal zum Automaten. Zum Umbauautomaten, weil wir einen neuen Skin haben. Und den rüste ich aus. Das mache ich ab jetzt immer. Wenn wir irgendwas Neues kriegen, dann wird das ausgerüstet. Und Schluss. Auch wenn ich es immer noch komisch finde, ich muss es wieder sagen, dass ein First-Person-Shooter so viel Wert auf Customization legt, weil, why? Ich meine, gut, andere Spieler können mich sehen und Borderlands kann man ja auch im Multiplayer-Spiel, machen wir ja auch, aber wenn du an Mord denkst, trotzdem, dann denk verstehe ich es nicht. Munition. Wundervoll. Mir wäre so viel lieber, ey, wenn man in den Third-Person-Modus geben würde, es wäre mir so viel lieber. Ich mag First-Person einfach nicht. Aber was soll man machen? Apropos, was soll man machen? Was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben hier eine Level-5-Quest und noch eine Level-5-Quest. Haare von Bullimonga. Ach so, Bullimong sollen wir mit Nahkampfattacken töten. Das haben wir jetzt übersehen. Ich glaube, wir haben hier so ziemlich alle Bullimong getötet erstmal. Wollen wir den Bullimong reitenden Zwerg töten, Merlin? Oder lieber nochmal den Boss versuchen? Gleich. Zwerg. Zwückerk. Okay. Resi 8 musst du... Ja, ich weiß. Finde ich super schade, leider. Was ist dein Dropstream? Ich weiß nicht, was ein Dropstream ist. Ein Random Dropstream? Das ist ein Stream passend zum Random Drop Format auf dem Kanal. Auf dem YouTube-Kanal. Das heißt, wir spielen irgendein Spiel, das ich noch nie zuvor auf dem Kanal gespielt habe. Was ganz Neues. Deswegen ist es ein Random Drop Stream. Und... Passt natürlich super zu Borderlands 2, weil das Spiel dreht sich natürlich auch nur um Random Drops die ganze Zeit. Deswegen. Genau, finde ich auch echt schade. Ich bin einfach kein Freund von... Ich mochte das schon bei Resident Evil 7 überhaupt nicht. Ich finde Resident Evil 7 trotzdem ein super Spiel. Aber wenn ich daran denke, wie gut mir das mit einer anständigen Third Person gefallen könnte, finde ich sehr schade. Und das wird mir wahrscheinlich bei Resident Evil 8 auch so gehen. Ich werde es super finden, werde aber im Hinterkopf für die ganze Zeit denken, oh, wie geil wäre das jetzt mit einer guten Third Person erst. Tja, schade, schade. Aber gut. Resident Evil im VR, ich habe das ungefähr nur eine Stunde gespielt, weil dann hatte ich so viel Angst.
Ich habe eigentlich die meiste Zeit von dieser Stunde mit geschlossenen Augen gespielt. Und habe mir dann gedacht, na, so richtig Sinn macht das auch nicht, wenn ich die ganze Zeit mit geschlossenen Augen rumlaufe. Kann ich auch ohne VR spielen. Aber cool ist es schon. Nur halte ich es nicht aus. Keine 5 Minuten. Oder keine 30 Minuten zumindest. Dann bin ich nervlich am Ende. Aber mir wurde nicht schlecht bei Resident Evil 7 in VR. Das ist cool. Weil mir, das ist mein Hauptproblem, dass mir bei VR super schlecht wird. Sofort. Wird mir bei den meisten Spielen super schlecht. Ich fand auch dieses Star Wars Battlefront-Ding von EA, die haben auch so eine VR-Demo oder so ein Minispiel halt rausgebracht. Fand ich super cool. Und dann habe ich eine Rolle gemacht, ich Trottel. Dann habe ich mir beim X-Wing so eine Barrel-Roll gemacht. Und dann war mir so den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag, war mir furchtbar schlecht. Ich hätte mich am liebsten übergeben. Ich musste mich dann zum Glück nicht übergeben, aber es ist furchtbar. Es gibt ein paar Spiele, wenn ich da nur die Hülle sehe, wenn ich da nur das Bild sehe, wird mir schlecht, immer noch. Wirklich, kein Scherz. Ah, Bullymong, wenn es geht, mit Nahkampfattacken töten, dann können wir nämlich die Fellquest machen. Fällt mir gerade ein. Ich finde VR echt faszinierend. Nein! Echt faszinierend und total cool, aber leider wird mir so schlecht dabei, dass ich kaum spielen kann. Oder nur sehr wenig spiele. Zum Glück wehrt er sich gerade nicht aus irgendeinem Grund. Oh, der hat sich gewehrt. Ich liebe das Zeug. Sie sind so weich und warm. Und man kann damit perfekt Robotertränen abwischen. Warum vergisst du nicht, Hammerlock, und bringst sie mir, wenn du alle zusammen hast? Ich habe zufällig gehört, dass Claptrap dir das Bullymong-Fell abschwatzen will. Da er damit... So, Hammerlock will dir also eine Sniper-Rifle geben. Lachhaftes Angebot, ha! Bring mir die Felle und du bekommst eine geile Schrotflinte, die ich einem toten Kammerjäger abgenommen habe. Ganz frisch. Man riecht noch die Trauer an ihr. Er bleibt doch stehen hier. Wo will er denn hin? Hallo. So, cool. Dann haben wir die Felle. Dann können wir jetzt wieder schießen und so. Meine Sniper-Rifle gehört dir. Hör nicht auf ihn! Bring mir die Felle und ich gebe dir eine Schrotflinte! Autsch. Stärker! Ein ausgewachsener Bullymong. Ja, Level 5. Jetzt geht's los hier. Dann kann ich jetzt erstmal meinen Skill lernen. Spezialisieren kommt dann erst mit dem nächsten Level. Jetzt schauen wir erstmal. Jetzt bin ich gespannt auf meinen Action-Skill. Da bla 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 bla. Mal schauen kurz. Um während Bassaxtrandale sind dein Nahkampfschaden und deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Tötest du einen Feind, wird deine Gesundheit sofort voll wiederhergestellt. Ah, ich kann auch werfen. Ich kann die Äxte werfen oder damit zuschlagen. Nahkampfschaden plus 500%. Nö, okay. Schauen wir uns mal an. Ich bin gespannt. Die nächsten Gegner kriegen Nahkampf, Buzzsaw, Action. Ja, aber mit Sniper kann ich nichts anfangen. Da müssen wir... Merlin, was sagst denn du? Wem geben wir denn die Felle? Mir ist es eigentlich wurscht. Hallo, Primotas, wie geht's? Hi, Ramsi. Hallo. Shotgun immer. Okay. Oh, entschuldige. Ich dachte, ich fahre eine Brücke aus. Hä? Ach so, ich hole das Ding her. Ich dachte gerade, ich bin losgefahren. Optische Täuschung. Verrücktheit. Wahnsinn. Jeder erfahrene Spieler nimmt die Sniper. Na, dann ist es gut. Ich bin unerfahren. Wir sind unerfahrene Spieler. Dann müssen wir die Sniper nicht nehmen. Ich hasse die Sniper. Halt!
Hallo. Come on, baby. Okay, schauen wir mal. Die Augenlider ab. Mehr Gegner. Ich brauche mehr Gegner. Wo seid ihr denn alle? Ich hab dir ja gesagt, dass es so kommt. Du bist jetzt nicht gerade überzeugt davon. Aber gut, mehrere. Ich glaube, bei vielen schwachen Gegnern ist das super gut zum Aufräumen. Mal schauen. Lädt aber ziemlich schnell wieder auf, habe ich gesehen. Die Leiste ist schon wieder halb voll jetzt. Also das kann ich oft machen zumindest. Jetzt ist Bürger. Der Synchronsprecher hatte auch Spaß anscheinend. Ja. Nein, nicht! Naja, werfen kann ich die quasi auch. Aber es ist schon komisch. Ich nehme sie auch immer genau zum falschen Zeitpunkt, ne? Aber egal, das lädt sich so oft auf, das ist okay. Das kann man schon mal machen. Naja, mal schauen, da muss ich reinkommen. Das ist jetzt natürlich ganz was anderes. Wie andere Charaktere. Ich denke, ein Resident Evil 7 VR-Stream mit zwei Bildern vom Spiel und von dir wird bestimmt auch gut ankommen. Auf dem Kanal gibt's, auf dem Landsquid Birdrider Kanal gibt's ein Video Resident Evil 7 VR. Das ist auch in der VR-Playlist auf dem neuen Let's Play-Kanal mit drin. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, muss das da noch rein. Da spiele ich aber nur die erste halbe Stunde oder sowas, oder erste Stunde mit dem VR. Ich will alles. Ich sehe überhaupt keine Gegner. Wo sind denn die? Unten, ja. Ah, lebst du wieder gut. Ah, das ist der Geschützturm. Geschützturm, das ist eher mein Stil eigentlich. Das würde mir eigentlich besser gefallen als mein Skill. Aber jetzt muss ich damit leben. Ich wollte ja mal was anderes probieren jetzt. Das habe ich jetzt davon. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man das gut skillt, haut das schon rein. Ein bisschen kurz ist es auch momentan noch, finde ich. Au. Und jetzt kratze ich mir dein Gesicht von den Fingernägeln. Ah, Explosionsschaden. Explosionsschaden ist natürlich schon ziemlich gut. Oh Gott, Hilfe! So viele Zwerge hier. Psycho-Zwerge. Die Shotgun-Zwerge finde ich immer lustig. Hab man jetzt gerade nicht gesehen, aber wenn die schießen mit ihrer Shotgun, fliegen die so einen halben Meter zurück. Das ist schön animiert. Ich brauche einen Gegner zum Töten.
Bitteschön, du komm doch mal her. Dankeschön. Wo sind denn alle? Ich komme einfach nicht klar. Das ist mir schon allein irgendwie zu schnell. Die Steuerung plötzlich. Ah, das ist sehr ungewohnt. Aber cool irgendwie. Gefällt mir jedes Mal besser, wenn ich es benutze. Sehr schön. Sehr schön. Und schon das neue Last of Us 2 angezockt. Nein, es geht ja noch gar nicht. Ich hab's noch nicht. Aber um Mitternacht werde ich es, also wenn es um Mitternacht freigeschaltet wird, werde ich es gleich um Mitternacht nach dem Stream, werde ich gleich das Let's Play starten quasi. Warum kannst du schon spielen? Hast du schon irgendwo bekommen oder so? Ich habe ihn gefunden. Ah, welch verblüffende Symbiose. Zwei tödliche Kreaturen kooperieren, um in dieser rauen Welt zu überleben. Und der Zwerg sieht wie ein kleiner menschlicher Rucksack aus. Das ist lustig. Ah, ich befürchte, den kriege ich nicht tot, bevor ich Game Over bin. Der Badass Marauder ist ganz schön Badass. Wurscht. Bin gleich wieder da. Es ist aber schon... Es ist aktuell noch im Download. Ich habe jetzt alle anderen... Ich habe nämlich gleich ein paar Spiele, die reduziert waren, für den kommenden 24-Stunden-Stream eingekauft, wo ich mir gedacht habe, die wären vielleicht ein guter Kandidat. Da habe ich jetzt super viel gleichzeitig in der Download-Liste gehabt und habe jetzt das meiste rausgeworfen, damit wirklich The Last of Us 2 noch fertig wird. Holy shit! Meine Güte! Dieser Nahkampfangriff ist nicht gut gegen einzelne starke Gegner. Ich merke schon, das ist eher so Crowd Control. Ich sehe schon. Genau, komm bitte näher, Marauder. Ich brauche jetzt einen schwachen Gegner. Schnell, in meiner Nähe. Komm her. Ach komm, jetzt seid doch nicht so. Psycho, willst du nicht in Nahkampf gehen? Werf doch nicht deine Stöckchen, sondern komm her. Oh, Mensch, der ist gefährlich, der Kerl. Heute angekommen. Okay, cool. Ja, ich kaufe Spiele jetzt meistens eigentlich immer digital zurzeit. Deswegen, ja, muss ich wirklich immer bis zum Release-Datum warten. Aber hab's dafür auch dann schon Mitternacht. Auch nicht schlecht. Aber früher, da war ich noch viel mehr so shoppen und in den Läden unterwegs. Da hat man ja, oder kriegt man heute bestimmt auch noch, wenn man lang genug sucht, die scheißen ja teilweise komplett auf Veröffentlichungsdaten. Da kriegt man Spiele teilweise schon 2-3 Tage vorher. Fallout 4 habe ich in einem Laden in meiner Nähe, ich will jetzt den Namen gar nicht nennen, aber es ist eine große Kette, habe ich quasi, ich glaube, das kam an einem Dienstag raus und ich habe es am Freitag vor dem Wochenende im Regal stehen sehen. Also einfach komplett drauf geschissen. Finde ich gut sowas. Also als Konsument, als Verbraucher ist das nur super. Ach komm schon. Die Fähigkeit ist nutzlos, solange ich nicht mehr aushalte irgendwie. Das macht keinen Spaß so. Stehen bleiben. Du Level... Oh nein, das ist wirklich ohne Scheiß. Jetzt läuft er auch noch weg. Ich glaube, ich spinne. So. Du Arsch, du. Bleibst du jetzt? Hörst du jetzt auf? Hörst du jetzt auf, du kleiner Trottel? Ich hasse ihn. Badass Marauder, ey. Geht mir auf die Nerven. Ah, jetzt kriegen wir ihn. Sehr schön. Ja, habe ich früher auch so gesehen.
Inzwischen nicht mehr. Ich bin inzwischen durch die Switch, ehrlich gesagt, voll auf digitale Spiele umgestiegen. Aber früher habe ich mir auch gedacht, wenn ich mir das nicht ins Regal stellen kann, ist das irgendwie lame. Und jetzt denke ich mir irgendwie Staubfänger, wenn ich mir Spiele ins Regal stelle. Aber grundsätzlich, also das Problem ist halt, dass für mich einfach nur so Discs, wo teilweise nicht mal das fertige Spiel drauf sind, irgendwie auch nicht wirklich viel wert sind im Grunde. Ich finde, das sollte der Handel irgendwie mehr Druck machen oder so, damit es wieder Sinn macht, sich Spiele zu kaufen. Damit die wenigstens mit, also wisst ihr, zu Zeiten von Day One Patch und einfach nur lieblose es gibt ja gar keine Anleitungen mehr, einfach nur eine lieblos gepresste Disc in so ein Standard-DVD-Schachtelchen. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Früher gab es noch irgendwie schöne Anleitungen und dann war teilweise noch ein Poster dabei. Und dann hatte man natürlich selbstverständlich das ganze Spiel auf der Cartridge oder auf der Disc dann. Das war halt irgendwie was anderes. Inzwischen ist das einfach alles nicht mehr so cool. So, dieser Zwerg auf seinem Bullymonger geht ganz schön auf die Nerven. Wunderschönes Elend. Oh mein Gott, ich stehe hier mitten in den Gegnern. Ich habe leider keine Granaten mehr. Ah, unentschieden, okay. Stehen bleiben, ich muss dich schnell erschießen, bitte, Psycho. Komm, vom Psycho zu Psycho. Kann man schon mal machen, oder? Felix, dankeschön für die Bit. Yippie. Ich mach das jetzt schnell an. Auch wenn es kurz das Spiel überdeckt. Ups. Give him the bit. The bit. Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Dankeschön. Für den Bitregen. Ah, come on. Wirklich, da muss ich mal im Skilltree gucken, dass man quasi für kurze Zeit unsterblich wird oder sich das Schild regeneriert oder irgendwie sowas wäre wirklich wichtig für diese Spezialfähigkeit, damit die richtig Sinn macht. Aber die kann man hundertprozentig so hinskillen. Wobei ich natürlich in Wirklichkeit eher die Skills nehmen werde, die mir noch mehr Stärke geben, weil das ist einfach... Ich bin da einfach so. Aber theoretisch wäre mehr Defensive, glaube ich, sinnvoller. So, gleich haben wir einen der beiden zumindest. Wo ist er? Dammit, bleib jetzt bitte in der Nähe. Aber der bleibt nicht in der Nähe. Der hoppelt bestimmt gleich wieder weg, weil er immer weghoppelt, der Trottel. Ah, ich hasse dich. Ah, Gott. Ich hasse ihn. Na. Hui! Da glitscht das Ragdoll durch die Gegend. Finde ich gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn mir fast ein bisschen peinlich ist, ich bin mittlerweile zu faul geworden, Disc zu wechseln. Wenn ich Disc wechseln muss, bin ich immer super genervt. Manchmal spiele ich Spiele nicht, weil ich zu faul bin, dass ich jetzt aufstehe und zum Disc-Laufwerk gehe und das Spiel erst raussuche und sowas. Dann denke ich mir oft so, ach nee, komm, spiele ich lieber das und das, das ist schon vorinstalliert. Muss ich nicht extra die Disc raussuchen. Ist wirklich so. It's sad, cause it's true. So. Wunderschön. So. Oh, eine orangefarbene Waffe. Dieser Tumult war ausgesprochen hilfreich für meine Studien über die Sozialstrukturen der Bullymongs. Kehre rasch zum schwarzen Brett zurück. Jetzt müssen wir aber noch ungefähr 50 von denen töten hier. Oh, es gibt bestimmt auch sowas von wegen, je mehr du tötest, desto länger bleibst du im Rage-Modus oder solche Geschichten. Da bin ich gespannt drauf. Ich nehme die mal mit zum Verkaufen, was hier noch so liegt, oder? Meine Eingeweide.
Okay. Oh, wie viel spawnen denn hier noch? Das gibt's ja gar nicht. Ich meine, hey, Erfahrungspunkte und so ist eh cool, aber wie viel spawnen hier eigentlich noch? Okay, hoch zum Lootraum.